Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Wir gucken uns eben halt nochmal diese Airbag-Kiste an und... Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Ja, Rufus. So, und ich wollte euch eben halt heute zu einer neuen Aufnahme Deponia beglücken, denn... ich habe mir wieder Zeit zum Aufnehmen gefunden und deswegen wollte ich diese Zeit eben halt nutzen, um eben halt aufzunehmen. Cool, oder? So, dann sind wir zu die drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. So, und gut, jetzt können wir uns das noch mehr angucken. Also, ich meine, vielleicht können wir uns eben halt nützliche Items krallen. Wie eigentlich immer an jedem Screen von diesem Spiel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Und für noch schlechtere Wortspiele. dann wollen wir uns eben halt mal die Farbe ansehen. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Ja, aber man kann eben halt doch eben halt auch weiß eben halt als Grundierung nutzen und eben halt noch eine andere rauspinseln, oder nicht? Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Genau, das mache ich auch immer. Ich benutze mich eben selber immer als menschlichen Phasenprüfer. Man nennt mich auch eben halt, hey du Opfer, komm mal her und misst den Strom. Nein, ich kreise mir eben halt das Isolierband. So, und dann können wir uns eben halt nochmal dieses Stöckchen hier krallen und dann eben halt vielleicht den Kühlschrank verdröschen, wenn uns eben halt nicht gehorchen will. Dort steht ein Wachhund, hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Ja, deswegen, ich kenne natürlich diesen Satz schon und deswegen finde ich ihn auch so geil und deswegen wollte ich ihn eben halt auch nochmal anbringen. Und keine Ahnung, wenn ich damit so schnell rede, aber ich habe die Tools irgendwie gerade. Aber, naja, verstehe. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Na gut, dann sprechen wir halt mal den. Dann kannst du ja sehen, wie überlegen du bist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbald. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit. Programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetiker. Ich werde ja schon zeigen, wer hier überlegen ist. Ja, das ist dir eben halt bisher so immer so gut gelungen, ne? Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Na gut, dann wollen wir eben halt mal versuchen, einen ganzen Satz zu formulieren. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klatsch. Naja, ich will mir halt mal, also, ich muss mir echt vorstellen, wie viel Spaß der Sprecher bei diesem Einsprechen dieses Assi-Hundes hatte. Das muss wirklich sehr viel Spaß gemacht haben. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr.
Worauf wir hinaus wollen, ist eben halt, dass du eben halt einen größeren Abstand von der Tür gewinnst und dass du eben halt durch können, ohne dass du eben halt was merkst, weil du eben halt ein dummer Hund bist, der eben halt deine Aufgabe als Wachhund eventuell komprimieren könnte. Also jedenfalls hoffen wir das eben halt. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zackst du es mir dann nicht einfach? Naja, und was ist, wenn du mich halt bitte hereinlässt? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Schaltkreise überladen noch. Das wäre doch im Fängst, mach noch mal eine nette Abwechslung, du dummes Viech. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Na gut, wir können eben halt auch nochmal eben halt probieren, eben halt alles mit anzukombinieren, so wie es in Adventures eben halt nämlich die Regel ist. Nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Kurbel elektrisch wäre, wozu dann kurbeln? Das würde einen prima Grillspieß abgeben. Leider wäre dieser Blechköter nur schwer verdaulich. Vielleicht so? Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Ach komm, der war eben halt echt mies. Aber wie ich eben halt schon sagte, öffnet eben halt das Spiel für mehrere Wortwitze. Also deswegen kann man eben halt das eben halt machen. Und deswegen sagen wir eben halt, dass wir uns von der Idee mal eben halt losreden. Also können wir eben halt auch was anderes probieren, eben halt mit den Isolierband. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Und ich weiß eben halt, ich bin eben halt richtig auf hart gekommen wegen den ganzen... Also, ich glaube, wenn ich so weitermache, mache ich irgendwie so eine Russian Drunken Remix-Version. Ein Herz für Säufer, wer diese Anspielung auch noch versteht. Na gut, dann haben wir hier einen isolierten Stock und dann, ja, warum soll man ihn eben halt isolieren? Hier ist eine Lampe. Warum fließt jetzt eigentlich hier kein Strom? Hä? Was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Ich lege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh, sag das doch gleich. Also, was? Das klingt ja noch gar nicht. Okay, ich spiele dann mal weiter. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast,
hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Also, ich meine, ich drücke es mal so aus, wie das doch du hast verstehst. Ah! Ach so, sag das doch gleich. Entschuldigung, ich weiß, das ist einfach nur zu geil. Dieser Blecheimer ist sogar zu blöd zum Apportieren. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Okay. Na gut, dann bringen wir mal die Sachen mehr in Fahrt. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Na gut, dann leg doch mal wieder den Stock, du. Clever Bites. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge! Ich werd nicht mehr! Tschüss! Wir werden dich niemals vermissen, wir werden keine Gegnisse dich anlegen und vor allem niemand für die Versicherung, niemand hat eine Sterbeversicherung für dich angelegt. Deswegen werden auch deine jüngsten Hersteller eben hat dich nicht auszahlen können. Also, werden von dir nicht ausgezahlt, von deiner Lebensversicherung natürlich. Also, ciao! Komm niemals zurück, geh in die Hölle! Natürlich wünsche ich niemanden in die Hölle zu kommen. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Oh ja, sowas erkennt der Fachmann natürlich sofort. Das ist ein Techno... Sowas so. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein! Ja, gerne. Werde ich machen. Tu ich machen. Ah ja. Nico, du bist 1A von Nicodemus. Und hier ist eine Uhr, vielleicht können wir die mitnehmen. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Das wäre irgendwie voll lustig, wenn da irgendwie so, keine Ahnung, so eine Faust rauskäme und dann eben halt so einen Gegner niederschlagen würde. Oder Rufus selbst. Nicht nötig. Ich habe... Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Ach so, diese plus minus 10 Minuten kenne ich eigentlich auch. Nennt sich bei anderen Leuten, habe ich gehört, eine Stunde. Oder zwei. Oder drei. Oder vier. Oder fünf. Oder... Ich hau ab. Hey Doc, Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja,
Ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, Ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Bozo sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Ja, und vor allem, ich meine, es ist auch sehr beruhigend, eben halt, wenn man weiß, dass so eigentlich Goal von so einem guten Arzt mit solchen Top-Geräten aus eben halt da behandelt wird. Ich meine, da fehlt wirklich kein Zacken an einer Stelle. Oder zwei. Je nachdem. Und diese verbogene Nadel, ist vertrauenswürdig. Alter Mann. Na gut, aber dann wollen wir eben halt nochmal diesen Schraubenzieher eben halt nehmen und wir sehen uns nächstes Mal. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Eben. Ich wäre als Bastler nie so weit gekommen, wenn eben halt andere Bastlerkollegen eben halt das Werkzeug nicht so offen rumliegen lassen würden und eben halt man das einstecken könnte. Na gut, dann wollen wir ihn halt auch vielleicht nochmal an die Schubladen gehen. Vielleicht finden wir da auch noch anderes nützliches Zeug. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Na gut, dann wollen wir ihm halt vielleicht mal in die Tiefkühltruhe, wenn wir ihm halt ein paar Drinks für unsere Eiswürfel für unsere Drinks brauchen. So spannend war es jetzt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, eigentlich. Na gut, dann wollen wir eben halt vielleicht mal durch die Tür raus und dann eben halt vielleicht mal zu den Ruhe nicht den Friedenhund. Adi-Hund. Wie gesagt, der Synchronsprecher muss so viel Spaß gehabt sein, als er ihn eingesprochen hat. Allgemein frage ich mich ja, wie es im Büro von Dedelic zugeht. Das ist bestimmt ganz lustig. Hey du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon! Tod dem Organon! Was war denn das jetzt? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, was es jetzt war. Naja, aber wie gesagt, schon, wir sind, vergesst nicht, wer seine Freunde sind. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Rufus haben Feuer. Alle anderen. So schön viel Potenzial für. Ja, gut, wir wissen schon. Na gut, dann wollen wir vielleicht mal hier zu. Also hier hin. Ne?
Ich glaube, ich habe meine Schlagfertigkeit von Rufus gelernt. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure. Was zum? Wer bist du denn? Ich hätte gerne ein Messer. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Eben. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Sehr charmant, diese Frau. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Naja, ich gehe dann mal wieder. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. So, und hier haben wir noch eine Rohröffnung. Wir können uns hier ansehen. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Na gut, dann... Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Ja. Sie sind ein böser Mensch. Achso, übrigens, auf den Hauptplatz habe ich noch nie gehört, dass jemand da eine Durchsage gemacht hat. Also, seht ihr hier, exklusiv bei mir, eine Ansage auf dem Marktplatz. Ob das einen Unterschied macht, da habe ich keine Ahnung. Aber, ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Huch. Wo sind wir denn hier? Na, ja, warte mal, wir müssen erstmal, wir gehen hier erstmal. Ne? So, vielleicht kommen wir eben halt hier durch. Zu für meinen Geschmack. Aber wenn du eben halt das Ziel zu machst, dann ist das zu nicht ganz zu. Oder was meinst du? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich weiß gar nicht warum. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Was meinst du? Zu für meinen Geschmack. Hättest du denn nicht vielleicht irgendwie anklopfen können oder so? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Gut, dann machen wir es mal. Wir sind ja Profi. Wir sind ein Profi-Bastler. Wir haben Profi-Skills. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ja, Quatsch nicht, mach's einfach. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Keine Ahnung. Du. Und wir haben ein Gondolero. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Was ist denn das denn? Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Technisches Feingefühl, also. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ja, das ist ja auch kein Schrott. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ja, du mich auch. Also, ich glaube, wir können hier ja nichts machen. Quatschen wir doch mal mit den Gondolieren. Hey. Oh. Prego? Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Ist eine Canzone, molto romantica. Calzone. Prego?
Oh, jetzt eine leckere Calzone. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Ich auch nicht, aber mega. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Nur das nicht. Ach so, Entschuldigung. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Und übrigens, wenn man eben halt die andere Version hat, erkennt man vielleicht die Ähnlichkeit von dem Hauptentwickler und ihn hier. Beziehungsweise der immer die Lieder singt. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Gabriel molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Entschuldigung. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Na gut, dann arrivederci. Ciao. Arrivederci. Was denn? Ach, nichts. Ja, schön. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Ja, vielleicht sogar Spieleprogrammierer. Wäre auch gut. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Keiner hält ihn aus. Nichts hält ihn aus, Rufus. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ist das eigentlich eine Anspielung auf irgendeinen Film oder so? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Toll, danke. Du hast mir gerade die Frühstückseier ruiniert. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Ja. Na? Hier ist, glaube ich, ein sehr hässlicher Vogel. Nein, also ich finde Rufus super, Leute. Nur mal dazu. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. So, ich glaube, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den Dedalisten. nach den eben halt Liedchen. Wahrscheinlich die Hymne. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Gesichtskontrollen. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. So, sind wir uns nicht vorher vor Docs Werkstatt begegnet? Du kommst mir so bekannt vor, dieses Gesicht und die Stimme. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein, du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Natürlich. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. So, dann lass uns doch mal Schnickschnack-Schnuck spielen. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann, ein Knobelexperte, ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Oh Gott, das ist das Bescheuerste, was ich jemals gehört habe. Lass uns spielen. Gerne.
Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein.